Yo, servus Leute, ihr habt euch bestimmt gerade gefragt, wieso eine Sequenz aus Nürnberg kommt, da ich ja eigentlich in Erlangen wohne. Nun ja, es hat sich einiges verändert. Ich wohnte in Erlangen, ich bin jetzt mit Laura zusammengezogen und nun ja, was soll ich sagen, jetzt bin ich wohl Nürnberger. Ah shit, ich muss mich noch ummelden. Seit meinem letzten Vlog hat sich einiges verändert. Damals noch total in der Prüfungsphase, konzentriert auf das, was als nächstes kommt und dann, zack, die Welt geht in Ruhestand. So haben wir uns die Semesterferien bestimmt nicht vorgestellt. Doch in diesem Video möchte ich gar nicht die Pandemie erneut diskutieren, denn das gibt es einmal von genug Virologen und Mediziner, die mehr Ahnung haben als ich und genauso natürlich auch lokal von der FOU gibt es mittlerweile den Präsidenten-Podcast, den findet ihr auch unten in der Beschreibung. Das heißt, eigentlich kann ich euch da gar nicht mehr erzählen. Doch was ich machen kann, ist euch als Studierender erzählen, wie man gut durch die Ausgangsbeschränkung kommt. Und genau darum geht es jetzt. 5 Tipps, wie ihr als Studierender gut durch die Ausgangsbeschränkung kommt. Jeder 7. Deutsche ist im Fitnessstudio angemeldet. Dementsprechend wird wahrscheinlich ungefähr jedem 14. das Fitnessstudio fehlen. Falls ihr auch darunter seid, dann habe ich auf jeden Fall ein paar coole Tipps. Ich mache jetzt 8 Jahre Parkour und 3 Jahre Calisthenics. Dementsprechend eigentlich nur Eigengewichtskörperübungen. Und da gibt es ein paar richtig coole, die auf jeden Fall jeder von euch zu Hause machen kann. Natürlich kann man einfach Liegestützen machen, da einfach die Zahl erhöhen, genauso wie Sit-Ups, Squats und. Doch eine Sache, die ist richtig cool und die hat eigentlich jeder schon mal versucht. Und zwar ist es der Handstand. Und ich glaube, es gibt kaum was Besseres, was man jetzt lernen kann. Denn ein Handstand braucht regelmäßig viel Übung. Und genau die Zeit habt ihr jetzt. Und um den Handstand zu lernen, gehen wir nach oben. So, und zwar sind wir jetzt oben bei uns im Schlaf- bzw. Arbeitszimmer. Hier habe ich auch meine Ringe aufgehängt, um hin und wieder ein bisschen trainieren zu können. So, und eigentlich ist ein Handstand sehr einfach. Als erstes, was ihr macht, ihr versucht einfach die Angst vor der Wand zu verlieren. Das heißt, ihr tastet euch Stück für Stück ran und versucht erstmal kopfüber zu stehen. Die zweite Sache, die ihr machen müsst, ist einfach mal stehen. Erstmal eine Zeit lang stehen, bis sich die Muskulatur aufbaut. Und dann kommen wir auch schon zur dritten Sache. Und das ist einfach immer näher ran zur Wand. Denn ihr wollt ja am Ende gerade sein und die Wand ist mehr oder weniger euer Lot. Und Nummer 4 ist, dass ihr wieder von der Wand weggeht und gerade im Raum frei steht. Nachdem ihr das Ganze jetzt geübt habt, solltet ihr noch 3 bis 4 Mal eigentlich auch beim letzten Schritt sein und es ist dann der einarmige Handstand. Nein, aber Spaß beiseite. Falls ihr jetzt keinen Bock auf einen Handstand habt, dann habe ich was anderes für euch. Und zwar könnt ihr endlich eine Sprache lernen. Nun ja, und jetzt werden viele sagen, aber in der Uni lerne ich doch eigentlich am besten eine Fremdsprache. Das stimmt, aber Fränkisch ist eigentlich keine Fremdsprache. Nein, ich rede von einer echten Sprache. Natürlich kann man das auch in der Uni lernen, aber zum Beispiel im Medizinstudium ist es nicht Pflicht, eine Sprache zu lernen. Deshalb denke ich, dass die wenigsten Mediziner eine Sprache gelernt haben. Aber alles, was wir zum Sprachenlernen brauchen, haben wir genau hier. Es gibt so viele Apps und Möglichkeiten, Sprachen zu lernen. Ich persönlich benutze Duolingo. Hat mir eigentlich am meisten gefallen, aber es gibt eben noch ganz viele andere Möglichkeiten. Viele Leute lesen auch einfach ein Buch auf einer fremden Sprache und am Ende von dem Buch können sie dann die Sprache oder die anderen schauen einfach eine Serie, die sie eh mal wieder wiederholen wollten. Es gibt wirklich zig Möglichkeiten. Und das Coole ist, dass man jetzt wirklich die Zeit hat, um eine Gewohnheit aufzubauen. Und wenn das Leben wieder weitergeht, dann kann man diese Gewohnheit übernehmen. Kommen wir zum Tipp Nummer 3. Und zwar, wenn ihr zu viel Zeit zu Hause habt und euch langweilig ist, fangt ein neues Hobby an. Das klingt jetzt erstmal banal, aber es gibt so viele Möglichkeiten, Hobbys zu Hause für sich zu entdecken. Abgesehen von Instrumenten, die man lernen kann oder singen, kann man natürlich auch Programmieren lernen, Foto- oder Videobearbeitung. Man kann handwerken. Das ist zum Beispiel eine Sache, die Laura und ich sehr viel gemacht haben in den letzten Tagen. Zum Beispiel haben wir diesen Tisch, beziehungsweise eigentlich ist es eine alte Werkbank, komplett restauriert, hergerichtet, abgeschliffen, geölt und. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich gerade ziemlich aufgehe. Aber ansonsten könnt ihr natürlich noch häkeln oder basteln oder sonst was machen. Und das finde ich eigentlich am faszinierendsten, denn zum Beispiel für professionelle Fotobearbeitung braucht man wirklich nicht mehr als einfach nur sein Laptop. Ich weiß, es ist unglaublich verlockend, den ganzen Tag vor Netflix zu chillen. Aber es gibt wirklich so coole Sachen, die man zu Hause machen kann. Und stellt euch einfach mal vor, ihr kommt am Schluss aus dieser Ausgangsbeschränkung raus und ihr habt einfach ein ganz neues Hobby, was ihr den anderen zeigen könnt. Also überlegt euch wirklich, was man so zu Hause machen kann. Es gibt da sehr viel. Und dann kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 4. Und das deckt sich eigentlich so ein bisschen mit dem Hobby, das man für sich selber entdeckt. Und zwar habe ich angefangen, sehr viel im Haushalt selber zu machen. Zum Beispiel habe ich hier meinen ersten Versuch, Club Mate nachzumachen. Hat nicht funktioniert. Überhaupt nicht.
Aber ich werde jetzt Zeit haben für einen Versuch 2 oder vielleicht auch 3. Außerdem, was sehr viele Leute in Norwegen machen, dadurch, dass Alkohol so teuer ist, sie brauen ihr eigenes Bier bzw. auch ihren eigenen Wein. Ich weiß nicht, ich habe mich persönlich noch nicht so viel reingelesen, aber auch das könnte man zum Beispiel einfach selber machen. Ich will hier niemanden zum Alkoholkonsum motivieren, aber einfach mal ein bisschen durch den Alltag zu gehen bzw. durch sein Zimmer und überlegen, was man alles selber machen kann, ist schon eine coole Sache. Mittlerweile sollte euer Tag ziemlich gefüllt sein mit Sport, Sprachen, einem neuen Hobby und sinnlosen Sachen, die ihr versucht selber nachzumachen. Und die letzte Sache, die ich auf jeden Fall jetzt mache, ist so ein bisschen durch meine Kontakte gehen und überlegen, mit wem ich schon länger keinen Kontakt mehr hatte. Gerade im hektischen Alltag hat man nicht so viel Zeit, mit Leuten in Kontakt zu treten, die einem einfach schon lange fehlen. Aber genau die hat man jetzt. Das heißt, schreibt euren Großeltern, skypt sie an, ruft sie an. Genauso auch Leute, mit denen ihr einfach schon länger keinen Kontakt mehr hattet. Fragt einfach, wie es ihnen so geht. Und ich glaube, gerade in so einer Phase, wenn man seine Kontakte nochmal komplett neu aufkrempelt, kann man nochmal richtig Cooles und vieles entdecken. Und genau das werde ich auch gleich machen. Ich werde meine Großeltern anrufen. Aber bevor ich das mache, gibt es noch eine Sache, die eigentlich kein Tipp ist, sondern ein Muss. Ich arbeite mittlerweile in einer Corona-Hotline, in der Medizinstudierende über die Krankheit aufklären. Wer es nicht glaubt, passt mal auf. Ja, hallo, hier die Corona-Hotline vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Daniel Kromm hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Das kann niemand, der es nicht schon 50 Mal probiert hat. Und ich versuche einfach momentan das Gesundheitswesen so sehr zu entlasten, wie ich es momentan kann. Und genau das solltet ihr auch machen. Aber nicht nur mit dem Gesundheitswesen, sondern auch allgemein. Denn zum Beispiel Bauern benötigen Hilfe bei der Ernte. Genauso auch viele ältere oder kranke Leute, die eben nicht mehr nach draußen gehen können oder wollen für den Einkauf. Und natürlich noch viele andere Leute, die mittlerweile eben Existenzängste haben wegen der Krise. Und den ganzen Leuten könnt ihr helfen. Da sind ein paar Links unten. Ich denke, jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, denn momentan haben wir Studierenden einfach die Zeit. Und genauso sind auch die wenigsten von uns in der Risikogruppe. Ich hoffe, die Episode war auf jeden Fall unterhaltsam, trotz des ernsten Themas. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Es ist einfach ein wichtiges Feedback für uns, um zu wissen, was euch eigentlich so gefällt. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Deshalb bleibt gesund. Peace.